Jetzt möchte ich mich mal an alle Handwerker, die bei uns gearbeitet haben, richten. Ihr habt einen wahnsinnigen Job gemacht. Wir haben sofort nach dem Shutdown uns angeschaut, wie ist das Konzept, das Gesamtkonzept vom Spa & Resort Bachmar-Weissach, was können wir noch ändern, was können wir noch verbessern, was können wir machen, um die Gesamtidee noch weiter voranzutreiben. Und dann habt ihr, liebe Handwerker, in einer wahnsinnigen Haruk-Aktion zusammengeholfen mit uns und wir haben renoviert, gebaut, saniert, gemalert, grundgereinigt, was das Zeug hält. Ich erwähne ein paar Sachen, die Erweiterung des Mizu Onsen Spas um ein gesamtes Stockwerk, da haben wir ganz wesentliche Teile jetzt schon erledigen können, damit sie die Gäste dann nicht stören und wir hoffentlich im Sommer schon dieses zusätzliche Stockwerk einweihen können. Die Gasthofterrasse. Wir haben ja eine ganz neue, tolle Terrasse gebaut, wo wir sozusagen diese Idee, diese traditionelle Bachmar-Weissacher Idee von den Stuben nach außen auf die Terrasse getragen haben. Wir haben die Zimmer neu renoviert, alle Teppichböden raus, Holzparkettboden rein, Beleuchtungskonzept. Wir haben die Schank in die Küche verlagert. Wir haben im Spa ein paar Neuerungen gemacht. Also es würde den Rahmen sprengen, wir jetzt alles hier auf Liste, es sind ca. 20 Baustellen, die wir allein gehabt haben, bis hin zu einer Sauna oben im Wallberghaus, einem Spa, den wir jetzt anfangen zu bauen im Bussi Baby und das große Mitarbeiterhaus im Bussi Baby. Also, liebe Handwerker, herzlichen Dank, ihr habt das Unmögliche möglich gemacht und wir sind heute so schön, so strahlend und so stark als Bachmar-Weissach, wie wir es noch nie waren. Herzlichen Dank dafür.